Verspielt. Hallo liebe Brettspielfreunde und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Video, nämlich zu dem Spiel Monumental. Wie ihr seht, bin ich heute auch wieder mal mit dabei. Ich freue mich natürlich sehr und ich würde sagen, wir starten gleich los und Daniel erzählt euch jetzt mal, worum es in dem Spiel geht. Monumental spielt jeder eine andere Zivilisation und versucht diese im Verlauf der Zeit bestmöglich zu entwickeln. Die Spieldauer ist jetzt gar nicht angegeben, irgendwo auf der Schachtel, wenn ich mich nicht irre. Aber man kann sagen, ungefähr eine halbe Stunde pro Spieler dauert das Spiel. Wer dann am besten die Zivilisation entwickelt hat, ist letztendlich der Sieger. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Wie ihr schon seht, ist hier Monumental aufgebaut, allerdings noch nicht ganz fertig, denn die wichtigen Sachen möchte ich euch gleich noch direkt im Video zeigen. Was ihr auf jeden Fall schon machen könnt, ist es, diesen Spielplan so aufzubauen, wie er im Szenariobuch aufgezeichnet ist. Das heißt, man legt die Teile dementsprechend aus, platziert die angegebenen Barbaren-Token, platziert die angegebenen Produktionsmarker auf den jeweiligen Feldern und diese Märkte wie Rom oder Kathmandu hier, und man nimmt auch noch die genau angegebenen freien Städte wie hier und hier und platziert sie auf dem Spielertableau. Außerdem platziert man alle seine Figuren auf der Hauptstadt. Ich habe das jetzt nur für eine Fraktion gemacht, weil zum Erklären brauche ich eigentlich auch nur eine Fraktion, außer beim Kampf, da werde ich mir nachher dann noch ein paar aus der Schachtel holen. Die zweite Fraktion würde eben hier auf dieser Hauptstadt stehen. Dann hat jeder Spieler 5 so Cultural Policies, heißen sie auf Englisch. Das wären dann so mehr oder weniger Leitlinien von dieser Zivilisation. Und dann hat jeder auch noch ein City Deck, also ein Stadtdeck. Wie man das auslegt, zeige ich euch gleich. Es gibt auf jeden Fall auch noch so Entwicklungskarten, das ist die Ära 1, dann gibt es Entwicklungskarten in der Ära 2 und es gibt auch noch die Ära 3. Diese werden auf jeden Fall so ausgelegt, im Zwei-Personen-Spiel werden zwei Reihen, die kann man mal ablegen, die 1er-Karte, werden zwei Reihen, eigentlich so, zack, 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 zu je 3 Karten ausgelegt. Im Spiel mit 3 oder 4 Personen wäre es so, dass eine Reihe zu 6 Karten ausgelegt werden würde, nicht zwei Reihen zu je 3 Karten. Und wichtig ist auch, die eigene Stadt wird in einem 9x9 Raster ausgelegt. Man beginnt immer links oben, geht nach rechts und dann geht man in die zweite Zeile und in die dritte Zeile. Und sollte, wie jetzt hier gerade, eine Wissenskarte, Knowledge-Karte aufgedeckt werden, wird noch eine weitere Karte, ein weiteres Gebäude darauf platziert, so dass man noch den Text von dieser Wissenskarte lesen kann. Ihr seht schon, das Spiel benötigt sehr viel Platz, deshalb auch nochmal der Hinweis, ich habe deshalb nur diesen einen Spieler, mit dessen Hilfe ich euch das Spiel erklären will, aufgebaut, sonst würde auch noch ein zweiter Spieler irgendwo da drüben seine Karten auslegen. Aber aufgrund von Platz, also Übersichtlichkeit in diesem Video, habe ich jetzt nur eine Stadt mehr oder weniger hier errichtet. Die 3 Kartenstapel hier oben sind die Basic Buildings, also die Basisgebäude, die in jedem Spiel immer zur Verfügung stehen und von die man sowieso immer kaufen kann, solange sie vorhanden sind. Hier drüben seht ihr nur noch den allgemeinen Vorrat, das sind die Kulturtoken, hier hat man Gold und das sind
die Token, die temporär immer dann später, das erkläre ich euch gleich noch, zur Verfügung stehen in den einzelnen Runden. Und diese stehen für die Wissenschaft, also Science, für die Production oder Produktion und für das Military oder Militär in Rot. Und diese Würfel hier benötigt man dann später, um den Fortschritt bei den Wundern zu kennzeichnen. Das hier ist der Stapel mit den Wundern, die man errichten kann während dem Spiel, und dazu gleich mehr. Außerdem hat auch jeder Spieler noch zwei Außenposten, die sind mal außerhalb des Spielplans zu platzieren. Diese zwei Explorer oder Erforscher habe ich auch aus Grund von Platzmangel neben dem Spielbrett platziert. Die stehen aber genauso wie alle anderen restlichen Figuren, wie die neuen Soldaten und dieser Heerführer, sollten diese in dieser Hauptstadt drinnen stehen. Der Heerführer hat auch nochmal eine eigene Karte, die neben der Stadt ausgelegt wird. Im Falle von China ist das, glaube ich, ja, im Falle von China heißt der Heerführer Miyamoto Musashi. Der Startspieler beginnt das Spiel, indem er seine Stadt aktiviert. Und aktivieren von der Stadt bedeutet, er aktiviert eine Spalte und eine Reihe von Karten, zum Beispiel diese. Aber ich werde für den Anfang mal diese hier benutzen. Das macht momentan noch mehr Sinn. Und jetzt würde er 1, 2, 3 Produktionstoken bekommen. Das sind diese schwarzen hier. Ich lege sie einfach mal hier hin. Er würde einen Militärtoken bekommen. Das ist der rote hier. Und auf dieser Karte steht, wenn er zumindest zwei Produktionen in diesem Zug bekommen hat, was er ja hat, da er drei hat, bekommt er auch noch ein Gold. Das Gold lege ich auch hier hin. Ich lege auch noch das Gold, das man schon zu Spielbeginn bekommt. Zwei Goldmünzen bekommt jeder hier dazu. Und außerdem dürfte er auch nach seinem Spielzug eine von diesen benutzten Karten wieder gerade drehen und müsste sie dann am Spielzugende nicht austauschen. Das würde ihm diese blaue Bushido-Karte noch ermöglichen. Gut, und mit diesen Ressourcen, die er jetzt zur Verfügung hat, gestaltet er seinen weiteren Spielzug. Anzumerken ist, dass diese Ressourcen hier, dargestellt durch diese Plastiktoken, am Rundenende abgeworfen werden müssen. Man kann sie nicht für den nächsten Zug aufheben. Die anderen Ressourcen, Gold und wenn man es hat, diese Kultur, die dürfte man sich auch für spätere Züge aufheben. Ihr seht hier am Spielfeld, oder habt ihr vorher gesehen, liegen auch noch solche Produktionstoken. Sollte man einen solchen bekommen, auch diese dürfte man sich für spätere Züge aufheben. Nur Ressourcen, die während des Zuges generiert werden, müssen bis spätestens Ende des Zuges verbraucht werden oder sie verfallen. Die erste mögliche Aktion, die man mit seinen gewonnenen Ressourcen jetzt ausführen kann, ist es, eine Karte aus diesem allgemeinen Kartenstapel, also wo wirklich die Ära 1 statt oder die Ära 1 Karten aufgedeckt wurden, zu kaufen oder natürlich auch diese immer ausliegenden, man sieht es jetzt nicht mehr so ganz so gut, diese immer ausliegenden Karten, wo es eine oder wo es mehrere davon gibt, die man jederzeit kaufen kann. Wie viel so eine Karte kostet, ist unten links angegeben. Diese Karte würde 4 Produktionstoken kosten. Ich habe 3 soeben bekommen, das heißt, ich könnte mir nicht kaufen, außer ich gebe ein zusätzliches Gold aus, weil Gold kann für jede der 3 Basisressourcen eingesetzt werden, also für Wissenschaft oder Produktion oder Militär. Und diese Karte würde ich dann oben auf meinen Nachziehstapel für meine Stadt legen und er würde mir, oder diese Karte würde mir dann eine Kultur einbringen. Schlecht ist es allerdings auch nicht, solche Knowledge- oder Wissenskarten zu kaufen. Diese kosten Wissen,
oder Science, in diesem Fall auch 4, und sie haben dann einen dementsprechenden Effekt angegeben. Außerdem bringt jede Knowledge-Karte am Ende in dem Stadtdeck, wenn sie noch darin enthalten ist, einen Siegpunkt. Die dritte Art von Gebäuden, die es gibt, sind diese Weltwunder, wie sie hier die große Bibliothek oder die Pyramiden. Diese bringen, wenn man sie beim ersten Mal kauft, kostet sie 3 Produktion und dann wird einer von diesen Token hier darauf platziert. Der zeigt an, das Weltwunder ist noch nicht komplett fertig gebaut. In einem späteren Zug könnte man wieder 3 Produktionen ausgeben und wenn man dann das hier erreicht, dann ist dieses Weltwunder gebaut. Die Karte kommt wieder auf das Stadtdeck, also das Nachziehdeck von einem drauf, wird oben abgelegt und diesen Effekt, when built, dann bekommt man eine Münze, der ist einmalig und sofort durchführbar, wenn man diese zweite Stufe baut. Der Effekt selbst von der Karte wird es dann freigeschaltet, wenn man die Karte in seine Stadt legt und dann in irgendeiner Runde aktiviert. Außerdem darf man noch den entsprechenden Token, also den Pyramidentoken, irgendwo auf das Spielfeld legen und das zeige ich euch gleich. Hier seht ihr jetzt den Pyramidentoken und dieser hat einen Verteidigungswert von 2. Das heißt, diese Provinz, in die ich sie jetzt lege, eine Provinz ist eines von diesen Blättchen hier, hat einen höheren Verteidigungswert und ich muss dieses Wunder in eine Provinz legen, die ich kontrolliere. Und kontrollieren tue ich eine Provinz dann, sobald zumindest einer von meinen Soldaten auf diesem Blättchen steht. Momentan kontrolliere ich nur meine eigene Hauptstadt, das heißt, die einzige Möglichkeit wäre, dieses Blättchen hier in die Hauptstadt zu legen und so deren Verteidigungswert um 2 zu erhöhen. Was allerdings vom Verteidigungswert her gesehen keinen Sinn macht, denn die Hauptstadt kann nie von einem anderen Spieler erobert werden, aber zumindest hätte ich dieses Wunder bauen können und ich hätte diesen Vorteil dann in der nächsten Runde, wenn meine Karten in die Stadt gelegt werden und das Wunder aufgedeckt wird, hätte ich zumindest den Vorteil von dieser Karte, den mir die Pyramiden bieten. Der Vollständigkeit halber, die immer zur Verfügung stehenden 3 Gebäude kosten von links beginnend 2 Produktion und würden mir dann 2 Wissenschaft einbringen oder 3 Produktion, die mir dann 2 Produktion in einer Runde einbringen oder 2 Produktion und ich bekomme dafür 2 Militär. Also sind im Prinzip Gebäude, die die Basisressourcen besser generieren als die Karten, die man zu Start in seinem Deck drinnen hat. Vorher auf der einen Gebäudekarte habt ihr schon gesehen, dass man auch Kulturtoken bekommen kann. Und diese Kulturtoken braucht man für seine politischen Grundeinstellungen oder den Cultural Policies. Auf diesen ist angegeben, dass sie 1 bis 5 Kultur kosten. Die erste von diesen Cultural Policies, die man baut, kostet eine Kultur, die zweite 2, die dritte 3, die vierte 4 und die fünfte würde 5 Punkte kosten. Zu bedenken gilt, jede erbaute oder jede ausgebaute von diesen Cultural Policies bringt am Spielende 2 Siegpunkte. Ihr seht schon, auch diese Cultural Policies haben einen Soforteffekt, der ausgeführt wird und dieser andere Effekt, der angegeben ist, kann während des Zuges eines Spielers einmal benutzt werden. Sollte man jetzt eine zweite Cultural Policy irgendwann mal später bauen, bekommt man wieder diesen Soforteffekt plus den Soforteffekt von allen bereits gebauten Cultural Policies. Allerdings hat man dann wiederum nur mehr einen Effekt, den man während seines Zuges einsetzen kann. Der andere Effekt wird einfach überdeckt. Also die zweite Sache, die man neben diesen Gebäuden oder Wissenskarten erwerben kann, sind eben diese Cultural Policies. Da hat jeder 5 ganz bestimmte eigene. Das heißt, jede Zivilisation unterscheidet sich voneinander. Und das ist die zweite Möglichkeit, die man in seinem Zug machen kann, wenn man eben genügend Kulturtoken besitzen würde.
Um sein Territorium zu erweitern, muss man Provinzen erobern. Und Provinzen erobert man mit Hilfe von Militärpunkten. Um eine Provinz zu erobern, gibt es mehrere unterschiedliche Arten von Provinzen. Es gibt Provinzen, wo solche Barbarentoken drauf liegen. Es gibt Provinzen, wo freie Städtetoken darauf platziert sind. Und es gibt natürlich auch im Spiel Provinzen, machen wir mal hier, wo gegnerische, okay, das sieht man gar nicht, machen wir es einfach hier, wo gegnerische Einheiten platziert sind. Um eine Provinz, wo ein Barbar drauf ist, zu erobern, muss man so viele Einheiten in diese Provinz ziehen, die dem Verteidigungswert dieser Provinz entspricht. Und der Verteidigungswert setzt sich zusammen aus dem Wert der Provinz selbst, das heißt, je nach Schwierigkeit des Terrains ist dieser Wert schon mal höher, plus der Wert, der auf der Barbarentoken angegeben ist. In diesem Fall müsste ich 2 Militärtoken abgeben und 2 von meinen Einheiten in diese Provinz ziehen. Dann würde ich diesen Barbaren hier besiegen und einen dieser Vorteile, der auf der Rückseite angegeben ist, müsste ich mir sofort nehmen. Und dieser Token wird dann einfach neben die Stadt gelegt. Das bedeutet, in diesem Fall könnte ich mir jetzt entweder ein Gold in meinen Vorrat nehmen oder ich würde nochmals 2 in diesem Zug zu verbrauchende Produktionstoken nehmen. Die zweite Möglichkeit, eine Provinz zu erobern, ist es, diese freien Städte hier zu erobern. Und dazu brauche ich wiederum den Verteidigungswert von dieser Provinz, also 2. Das heißt, 2 Leute müsste ich mit roten Militärmarkern in diese Provinz senden. Und dann müsste ich für diese freie Stadt auch noch 3 Produktionsmarker ausgeben. Ups. Was ich ja natürlich machen könnte jetzt in diesem Beispiel, gebe ich diese 3 ab und dann hätte ich diese Provinz auch schon erobert. Und auch hier ist wieder ein Effekt abgebildet, den man sich aussuchen kann, welchen man denn benutzen möchte. Entweder eine Kultur oder 3 gleiche Basisressourcen. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel 3 Militärressourcen nehmen, weil diese brauche ich dann auch später noch für das nächste, was ich herzeigen will. Weil die dritte Möglichkeit, eine Provinz zu erobern, ist es, eine Provinz zu erobern, wo Feinde stehen. Und in diese Provinz hat wieder einen Basiswert von 2. Plus 1 für diesen Soldaten, plus 1 für diesen Soldaten ergibt 4. Und diese Heerführer, die geben der Provinz sogar einen zusätzlichen Verteidigungswert von 2. Das heißt, ich müsste und könnte diese Provinz nur mit 6 Militärmarkern, das entspricht 6 Militärfiguren, erobern. Angenommen, ich hätte diese, könnte ich den hier reinziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine Figur möchte ich natürlich in meiner Hauptstadt stehen lassen. Und ich kann auch eine Figur verwenden von einer anderen Provinz, wenn diese durch meine schon beherrschten Provinzen zu dieser zu erobernden Provinz hinkommen könnte. Das heißt, sie könnte zwar nicht hier gehen, weil diese Provinz gehört mir noch nicht, allerdings könnte sie durch die Hauptstadt durchgehen und den Kampf eben für mich entscheiden. Die Figuren von Gegnern, die besiegt werden, kommen immer wieder in die Hauptstadt des Gegners zurück und werden dort aufgestellt. Das waren jetzt im Prinzip die 3 Möglichkeiten, wie man Provinzen erobern kann. Und da ich jetzt beim letzten Beispiel mit meinem Heerführer eine Provinz erobert habe, kommt auch noch seine Karte zum Tragen, denn auf dieser ist auch nochmal ein Effekt angegeben und in dieser wäre eben bei mir das erste Mal, wenn dieser Miyamoto eben eine Provinz erobern würde, dann würde ich 2 Wissensressourcen bekommen, die ich eben auch wieder in meinem späteren Zug ausgeben könnte. Nicht vergessen,
Der Angriffswert von diesen Heerführern ist trotzdem nur 1, der Verteidigungswert ist aber 2. Für eine Militärressource kann man auch die Einheiten verschieben. Das heißt, pro Ressource könnte ich eine Einheit innerhalb meines schon beherrschten Territoriums bewegen. Würde ich wieder eine ausgeben, könnte ich den auch noch hier hinziehen. Und so kann man das Kräfteverhältnis von seinem Militär ausgleichen bzw. dorthin verschieben, wo man vielleicht in einem späteren Zug mit einem Angriff des Gegners rechnet. Also wäre es nicht so gescheit, wenn ich das hier hingezogen hätte, sondern ich hätte sie wahrscheinlich da irgendwie nach vorne gezogen, weil ja von oben der Gegner kommen wird. Eine freie Aktion, die man durchführen kann, ist es, seine Außenposten zu errichten. Diese platziert man einfach auf einer Region, wo man zumindest eine militärische Stärke von 3 hat, also könnte ich sie hier oder hier hinstellen. Und diese können nicht mehr verschoben werden, wenn sie einmal platziert wurden. Welchen Sinn haben sie? Sie fügen diesen beiden Territorien jeweils einen Verteidigungswert von 3 hinzu. Pro errichteten Außenposten plus 3 auf den Verteidigungswert von dieser jeweiligen Provinz. Wird im Spielverlauf eine Provinz mit Außenposten erobert von einem Gegner, dann kommt der Außenposten einfach wieder aus dem Spiel raus und man kann ihn später irgendwann wieder auf eine andere Provinz einsetzen. Außerdem wäre es auch nicht erlaubt, beide Außenposten in eine Provinz zu setzen. Also es kann pro Provinz maximal ein Außenposten errichtet werden. Kommen wir jetzt noch zu diesen Explorern oder eben Erforschern. Auch sie werden mit Hilfe von diesen roten Militärtokens bewegt. Pro Token können sie einen Schritt machen und sie können auch in Provinzen gehen, die nicht von mir kontrolliert sind. Sie können sogar in Provinzen gehen, die vom Gegner kontrolliert sind. Sie werden nicht als militärische Einheiten angesehen. Und einmal im Zug, je nachdem, wo diese Explorer eben stehen, kann man auch einfach so einen von den dort liegenden Token wegnehmen. Also diesen Produktionstoken, den hat man dann für sich, für seinen Vorrat und kann ihn auch in späteren Zügen verwenden. Sollte man sich mit den Explorern auf einem Feld befinden, wo es einen Markt gibt, bei den Märkten ist es so, es liegen immer so viele Märkte aus, wie Spieler an diesem Spiel teilnehmen, also es sollten hier eigentlich 2 Märkte liegen, nicht nur einer, dann kann man diese beide anschauen, kann sich einen aussuchen, einen Vorteil, den man haben will, und den erhält man dann auch sofort. Wichtig ist allerdings, man kann mit dem Explorer nicht ein Militär zahlen und diesen Token aufheben, und dann zahle ich wieder einen Militärpunkt und hebe den nächsten Token auf. Jeder Explorer kann nur einmal pro Zug, also pro Runde von einem Spieler eben, einen Token aufheben, also entweder einen Produktionstoken oder einen Markttoken. Und man darf auch nicht den gleichen Markttoken mit dem gleichen Namen zweimal besitzen. Das heißt, jeder Markt ist nur für jeden Spieler einmal zugänglich. Und sollte man eben einen solchen Markttoken bekommen, legt man ihn auch zur Erinnerung irgendwo neben seine Stadt, um anzuzeigen, dass man eben von dieser Stadt keinen weiteren Token mehr nehmen darf. Wir haben auch schon vorher Effekte von aktivierten Karten benutzt. Das war das, wo ich 2 Produktionen benötigt habe, um ein Gold zu bekommen. Das kann man natürlich auch jederzeit in seinem Zug machen. Und das Letzte, das man machen kann, ist es, wenn man 2 Science oder Wissenschaft ausgibt, kann man eine von seinen Karten ziehen und bekommt den Effekt dieser Karte einmalig und dann wird sie abgelegt auf den Nachziehstapel. Also ich hätte jetzt im Prinzip 2 Wissenschaft für eine Wissenschaft bezahlt, was gar keinen Sinn gemacht hätte. Allerdings hätte ja natürlich auch was anderes kommen können, was ich besser gebrauchen hätte können. Wenn man all seine Aktionen abgeschlossen hat, dann muss man seine Stadt neu auslegen. Wir erinnern uns, hier steht drauf Reinforce One Card. Das heißt, ich könnte eine Karte, ich nehme einfach diese hier, wieder deaktivieren. Alle anderen würden jetzt auf den Ablagestapel kommen. Und ich würde wieder von oben links beginnend meine Stadt neu
auslegen. Und somit wäre sie für die nächste Runde bereit. Nicht vergessen, alle Karten, die man während des Zuges, des vorigen Zuges bekommt, kommen natürlich automatisch in der nächsten Runde in die Stadt, weil sie ja oben auf den Nachziehstapel draufgelegt werden. Also eigentlich, das habe ich jetzt nicht gemacht, wäre hier irgendwo, an dieser Stelle wäre dann die Pyramiden gekommen, das wäre nach unten geschoben worden, so. So müsste es eigentlich ausschauen und eine Karte hätte ich noch auf meinem Nachziehstapel. Und als letztes in einem Spielerzug wird noch die allgemeine Auslage aufgefüllt. Sollte in einer Reihe eine Karte oder zumindest eine Karte gekauft worden sein, werden sie einfach nach rechts geschoben und eine neue Karte wird ausgelegt. Sollte in einer Reihe nichts gekauft worden sein, wird die ganz rechts liegende Karte abgelegt. Die anderen werden nach rechts geschoben und eine neue Karte wird wieder aufgedeckt. Das Spiel geht so lange reihum weiter, bis irgendwann die letzte Karte von diesem Nachziehstapel in die Auslage gelegt wird. Es ist so, dass alle Spieler gleich viele Züge haben. Sollte dieser Fall eintreten, dass die letzte Karte beim Spieler zur Rechten des Startspielers sitzt, gelegt wird, hat jeder noch einen finalen Zug. Ansonsten würde einfach noch weitergespielt werden bis zum Spieler zur Rechten vom Startspieler und dann würde es trotzdem noch immer eine letzte Runde geben. Wie wird jetzt der Sieger von Monumental entschieden? Es gibt hier eine Übersichtskarte. Man bekommt 2 Siegpunkte für jedes Wunder, das man in seinem Kartendeck, in seiner Stadt drinnen hat. Man bekommt 2 Punkte für alle Cultural Policies, die man während des Spiels entwickelt hat. Man bekommt eine Karte für jede Knowledge, einen Punkt für jede Knowledge-Karte oder Wissenskarte. Das sind die mit dem blauen Rand oben und hier ganz klein steht auch Knowledge drauf. Und man bekommt einen Punkt pro Provinz, die man kontrolliert. Also das wären bei mir 1, 2, 3, 4, weil dieser Explorer zählt ja nicht als militärische Macht und somit hat er auch keine Kontrolle über diese Region. Außerdem, wer die Mehrheit in diesen jeweiligen Kategorien hat, bekommt jeweils 3 Siegpunkte, also die Mehrheit an Wunderkarten, die meisten entwickelten Cultural Policies, die meisten Wissenskarten und die meisten beherrschten Provinzen. Sollte irgendwo Gleichstand herrschen, dann bekommen alle daran beteiligten Spieler diese 3 Punkte. Diese Punkte kann man übrigens auf einem beim Spiel beigelegten Spielbrett markieren. Und es hat jede Zivilisation einen eigenen Marker, mit dem man das eben dann am Spielende noch abtragen kann. Sollte ein Gleichstand herrschen, dann hat derjenige gewonnen, der noch das meiste Gold zur Verfügung hat. Sollte dann noch immer ein Gleichstand herrschen, dann hat der gewonnen, der noch mehr Kultur zur Verfügung hat. Und wenn dann noch immer Gleichstand herrschen sollte, würden sich alle beteiligten Spieler den Sieg teilen. Und nun kommen wir zu unserem Fazit nach unserem Masterschema. Wie immer beginnen wir mit M, dem Material. Wir haben uns gedacht, dass es an sich ein tolles Material ist, gut gearbeitet. Das Einzige, kann natürlich auch nur bei uns der Fall sein, sind die Karten, die sich etwas durchbiegen. Das heißt, die Kanten liegen auf dem Tisch und in der Mitte ist es quasi in der Luft. Aber keine Ahnung, wir wissen nicht, ob das jetzt nur bei uns ist oder auch bei anderen. Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Wollte ich jetzt sagen, aber gut. Ein weiterer Punkt sind die Miniaturen. Da gibt es ja viele davon. Sie sind wirklich gut aufgearbeitet und sehr detailreich. Also wirklich toll. Man kann wirklich alles ganz, ganz gut erkennen. Und die Landschaftsplättchen, die ausgelegt werden auf dem Tisch, sind unserer Meinung nach ein bisschen zu klein für die ganzen Zivilisationen. Ja. Also es passen nicht alle Figuren da eben am Anfang rauf. Genau. Es fällt dann immer irgendwer runter und das, ja, eine kleine Anmerkung nebenbei. Eine kleine Anmerkung von mir.
Sarah ist schon so im Schulfieber, deshalb sagt sie immer aufgearbeitet und ausgearbeitet. Aber bitte, weiter im Text. Geht schon. Ja, das war's. Das ist ganz draußen. Das war's mit dem Material. Kommen wir weiter zum Artwork. Die Karten sind individuell gestaltet und wir finden auch, dass sie zu den unterschiedlichen Zivilisationen gut passen, also auch gut aufgearbeitet und ausgearbeitet. Gut, das war's jetzt und jetzt kommen wir zuerst zur Spielmechanik bzw. zum Spielgefühl. Ja, bei dem Spiel handelt es sich im Prinzip um einen Deckbuilder, der auch Elemente von Area Control und einem Engine Builder enthält. Und aufgrund dieses Engine Builders bekommt man am Anfang, weil man ja die Stadt auslegt und nur bestimmte Karten aktiviert, Ressourcen, und mit diesen Ressourcen versucht man seinen Zug möglichst lange zu gestalten, und deshalb greift das alles so ineinander. Das ist cool, wenn sich da eine richtig lange Kette ergibt, und die Züge sind halt doch sehr lange, meistens. Daraus folgt, dass die Downtime sehr groß ist. Überhaupt bei 4 Spielern spielt man und dann wartet man aber umso länger, bis man endlich wieder selbst an die Reihe kommt. Das ist halt vielleicht ein bisschen ein negativer Kritikpunkt. Was mich auch noch stört, da meistens ich dafür verantwortlich bin, ist der Spielaufbau. Der Spielaufbau finde ich da bei diesem Spiel auch sehr lange, vor allem weil man die Farbklipse, also die Bases, auf den Figuren nicht auf den Figuren lassen kann. Die passen dann nicht in dieses Insert, in dieses Plastik-Insert, und man muss wirklich die Clips auch jedes Mal lösen und wieder vor dem Spiel raufgeben und nach dem Spiel runtergeben, was den Auf- und Abbau nochmal irgendwie deutlich in die Länge zieht. Wobei, ich jetzt schnell was dazu sagen muss, das stimmt, der Daniel ist hauptsächlich für den Spielaufbau zuständig, für den Spielabbau. Bei dem Spielabbau helfe ich ihm auch, beziehungsweise unsere Freunde, die mit uns spielen. Meistens hilft Sarah, außer sie verliert und ist gerade ein bisschen angefressen, dann geht sie meistens weg und auch dann muss ich wegräumen. Gleiches gilt aber für dich, wenn du verlierst. Also wir schenken uns gegenseitig, glaube ich, nichts. Ja, und was ist noch zu sagen? Der Zufall spielt doch auch eine Rolle. Im Kern ist es ein sehr taktisches Spiel, sehr strategisch. Man muss schon im Vorhinein überlegen, wie geht man seinen Zug von der Reihenfolge seiner Aktionen an. Dennoch kommt es auch darauf an, welche Karten gerade in der Auswahl liegen, nachdem der Gegner dran war. Liegen da Weltwunder aus oder liegen dann nur normale Gebäude aus? Hier ist der Zufall schon auch ein bisschen gegeben. Gut, kommen wir zum Thema. Eigentlich merkt man diesen, also das ist ein Querschnitt durch einen großen Teil der Geschichte, kann man sozusagen sagen. Und diesen Wechsel der Epochen, den merkt man schon, weil eben die ganzen Karten teurer werden, aber auch gleichzeitig stärker werden. Also dieser Wandel ist eigentlich schon gut ausgearbeitet. Ja, da spielt meiner Meinung nach auch eben das Artwork eine große Rolle, ja. Da eben die Karten individuell gestaltet sind und dann hat man plötzlich eine Raketenabschussrampe oder die internationale Raumstation oder so irgendetwas. Und am Anfang hat man halt die klassischen Weltwunder wie die hängenden Gärten oder die Pyramiden. Der Einstieg in dieses Spiel ist ganz okay, würde ich sagen. Es sind zwar viele Aktionen, die man machen kann, allerdings sind diese Aktionen nicht wirklich schwierig. Es hört sich bei der Erklärung umfangreicher an, als es dann tatsächlich ist, wenn man weiß, Schwarz ist für die Produktion, Blau ist für Kauf von Wissenskarten und Rot ist alles, was militärisch hat, dann ist der Einstieg schon ein bisschen leichter. Die Regeln selbst würden ein paar weitere Beispiele, glaube ich, ganz gut tun, dann wären sie auch noch ein bisschen verständlicher, aber ansonsten geht der Einstieg von diesem Spiel, glaube ich, schon in Ordnung. Der Wiederspielreiz, Replayability, ist, glaube ich, auch gegeben, da es viele verschiedene Szenarien im Szenarienheft gibt, und es ist natürlich auch möglich, dass man eigene Auslagen von den Landschaftsplättchen kreiert, und somit ist zumindest das immer anders. Auch die verschiedenen Zivilisationen spielen sich alle unterschiedlich, da jeder eine andere Ausrichtung hat. Die einen gehen eher auf
das Area Control Element, das heißt das Militär, andere haben der, gehen da eher auf die Technologie bzw. die politischen Ausrichtungen und andere bauen wieder mehr. Was gegen den Wiederspielreiz spricht, sind im Prinzip die Epochenkarten, weil diese wiederholen sich von Spiel zu Spiel immer. Das Einzige, was man jetzt so mal machen kann, ist ein Weltwunder austauschen. Es gibt für jede Epoche ein zusätzliches Weltwunder, das man mit einem beliebigen umändern kann. Was wir hier jetzt nicht gezeigt haben in der Regelerklärung, was es auch noch gibt, ist, sind noch zwei Module. Das eine ist das Modul der Helden. Die Helden kann man rekrutieren, die sind auch in der Auslage dann vorhanden und diese haben eine spezielle Fähigkeit und wenn man diese spezielle Fähigkeit eingesetzt hat, kommen sie dann wieder in die Auslage zurück. Und das zweite Modul sind noch die Monster. Diese haben einen Effekt, der das Spiel ein bisschen durcheinander würfelt, vielleicht zufälliger werden lässt. Die besitzt nicht ein Spieler, die greifen immer wieder in einem bestimmten Abstand an, nämlich dann, wenn ihr Marker auf dieser Auslage ganz an den Rand gewandert ist und ein Spieler kann sie besiegen, indem er auf den auf der Karte angegebenen Effekt ausführt oder Ressourcen zahlt und jedes Monster ist einen Siegpunkt pro Spielende wert. Da sollten immer drei Monster mitspielen und es gibt, ich weiß nicht, jetzt geschätzt 12, 14, 15, so in diese Richtung etwa. Das heißt, hier ist eigentlich auch für Wiederspielreiz gesorgt. Ich denke, Wiederspielreiz ist ganz, ganz okay, abgesehen von den immer gleichen Entwicklungskarten. Magst du die Wertung machen? Oder ich? Ich beginne. Muss mich noch fragen. Wie viele Punkte gibst du dem Spiel? Ich würde dem Spiel 7 Punkte geben. Einerseits, vom Thema ist es jetzt nicht so meins, aber ich finde, es ist in Ordnung. Die Downtime, die mich kennen, wissen es vielleicht schon, wenn ein Spiel eine extrem lange Downtime hat, dann ist es schon ein bisschen mühsam für mich. Und das war auf jeden Fall der Fall, wobei man auch sagen muss, die Freunde, mit denen wir gespielt haben, haben es das erste Mal gespielt. Das wird natürlich dann noch zusätzlich dazukommen, dass es noch länger dauert. Und die Downtime habe ich gesagt, Thema und ja, der Zufall, also dass die Karten eigentlich immer zufällig gezogen werden und ich habe zum Beispiel im letzten Spiel eigentlich nur ein Weltwunder gehabt, weil sie das immer genauso ausgegangen ist, dass ich kein Weltwunder ziehen habe können, weil eben der vor mir schon genommen hat oder der nach mir. Also dieser Zufall gefällt mir da jetzt nicht so gut, aber solide 7 Punkte. Eine Dose Mitleid, weil die Sarah kein Weltwunder bekommen hat. Oh. So, ich würde dem Spiel, machen wir es mal angehen, also, mir gefällt dieser Mechanismus mit der Auslage von der Stadt, wo man drei Karten einer Reihe und drei Karten einer Spalte aktiviert, wirklich sehr gut. Mir gefällt auch das Material sehr gut und prinzipiell finde ich das sehr cool, dass man so eine Engine aufbaut, mit den Ressourcen, die man bekommt und möglichst viel herausholen kann und will aus seinem Zug. Deshalb würde ich dem Spiel eigentlich 8 Punkte geben. Aufgrund des Aufbaus und aufgrund der immer gleichen Karten und aufgrund der genannten mit diesen Ringen, damit man die immer wieder rauf und runter geben muss, das bremst mich irgendwie in meiner Euphorie für dieses Spiel und deshalb gibt es einen halben Punkt Abzug von mir und ich bin bei 7,5 Punkte für Monumental. Vom Spiel her würde es 8 sein, allerdings aufgrund des ewig langen Aufbaus und so weiter nur 7,5 Punkte. Ihr könnt es sehen, wie ihr wollt. Für mich ist das dennoch ein halber Punkt Abwertung. Wir sind am Ende angekommen mit unserem Video und wir hoffen, wie immer, es hat euch gefallen. Liked uns, abonniert uns, kommentiert etwas, wenn ihr Fragen habt oder eben, ob sich die Karten bei euch auch so durchbiegen, würde uns schon sehr interessieren. Und ja,
ich würde sagen, wir sehen uns bei unserem nächsten Video und bleibt gesund und viel Spaß beim Video anschauen. Tschüss! Ciao!